Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt hier auf dem Kanal. Und da haben wir heute ein ganz spezielles Spiel, nämlich Property Damage. Das wird vor allem die Furries unter euch gefallen. Und für Leute, die vielleicht gerne mal sich abreagieren wollen und dafür mal ein Spiel für zwischendurch brauchen. Denn dafür ist Property Damage da. Um was geht's in dem Spiel? Ja, wir sind eigentlich ein XXL-Furry, könnt auch eine Stadt durchgehen und die Stadt einfach mal komplett platt machen. Und je mehr wir kaputt machen, umso größer werden wir. Das gleiche können wir auch im lokalen Koop spielen oder halt alleine einfach mal zum Abreagieren. Und ich dachte mir, wir schauen uns das mal an. Das Spiel gibt's jetzt auf Steam für 5,49 €, entwickelt von Der Lux. Und ich glaube, das ist sogar ein Deutscher und hat das jetzt am 30. Nein, falsch. Am 24. Mai rausgebracht. Und ja, schauen wir doch mal rein. Wir sagen hier spielen. Wir haben hier unterschiedliche Charaktere. Einerseits haben wir hier den Big Mick. Name Miguel Cortez. Geschlecht männlich, Alter 43. Großes Herz, größere Fäuste. Krümmt seinen Kollegen kein Haar. Er hat diese Stadt gebaut und kann sie auch wieder zerstören. Okay, dann haben wir noch Trash. Subjekt Trash. Name Trash. Geschlecht nicht binär. 34, Mitglied der Punkband Amprage, Lautstärke, Meinungen zu vermietern, der Polizei und der Welt generell. Alles klar. Ah, warte mal. Wir können hier auch noch Skins ändern. Alles klar. Und dann haben wir noch V-Rex, Name Vlad Drakoretz, der Dritte, Geschlecht neutral, Alter 27. Ist das ein Drache? Das Alter ist wahrscheinlich gelogen. Keine Ahnung, wie sie hier gelandet ist. Okay. Und auch da können wir hin und her gehen. Können wir das... Ah, wir haben ja noch jemanden. Subjekt Rache. Name Dr. Rachel Reed. Weiblich, 39. Flexible Ethik. Hat die schlechte Angewohnheit, Laborassistenten und unliebsame Kollegen zu verlieren. Entlassen. Ja. Okay, was haben wir denn bei dir? Hier gibt es auch noch schwarz. Ja, nachdem ich selber ein schwarzer Löwe bin, würde ich sagen, schwarze Miete. Dann haben wir hier noch Modus Crush Hour. Wenn wir das mal auf E drücken, dann können wir hier die Sachen noch individuell einstellen. Dann haben wir hier noch Time Attack. Zerstört die Stadt so schnell wie möglich. Perfekt für die Zusammenarbeit im lokalen Mehrspielermodus. Oder frei, kein Zeitlimit, keine Ausdauer, viel Spaß. Komplett benutzerdefiniert. Ah, Foto. Firewall ist mit fortgeschrittenen Einstellungsmöglichkeiten, um wunderschöne Screenshots aufzunehmen. Fotomodus ist nicht schlecht, aber wir gehen mal in Crush Hour. Ursache so viel Schaden wie möglich, bevor die Zeit aus ist. Ja gut, dann würde ich sagen, starten. Los geht's. Dann machen wir die Stadt einmal Platz. Ja, das sind wir. Momentan noch nicht ganz so groß. Ja. Okay. Okay, mit Leertaste stampfen, mit Shift können wir treten. Okay. Ja, ich sehe, wohin das geht. Ah ja, wenn man mal sich gut abreagieren will, glaube ich, ist das schon ein gutes Spiel. Okay, wir können dann hier Fahrzeuge aufheben. Wenn ich es dann mal sehen würde. Irgendwas ein kleines Auto mal. Hier. Und das können wir dann wie fressen. Und dann kriegen wir wieder Energie. Oh, war alles platt machen hier. Ja. An dem Projekt sitzt er jetzt schon ein bisschen länger. Das glaube ich, man es doch mehrere Jahre jetzt. Okay, wir haben keine Energie mehr. Holen wir uns mal wieder so ein Auto. Und wir können auch Autos hier nehmen. Ja, tu mal aufheben. Und dann können wir sie werfen. Na komm, wirf. Ja, ist natürlich nicht realistisch, aber ja, zum Upragen. Ich glaube, das dürfte so richtig Spaß machen hier im lokalen Multiplayer, wenn man das nicht dann zu zweit die Stadt hier platt machen kann. Okay, wir haben jetzt hier ein Sonderziel. Ah, glaube ich, kriegen wir dann mehr Punkte, wenn wir das dann kaputt machen. So, komm. Sachen kaputt machen.
auf, Reiter! Okay, Auto, ich brauche Energie. Und das nächste hier. Komm. Kommt da nicht durch? Nice. Komm, aufheben. Aufheben, komm, 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 komm. Brauch Energie. Ach so, das Auto da unten. Ja, okay. Komm, messen. Einmal noch da hinten. Ja, also absoluter Stumpfsinn. Was ich in den Bewertungen schon gesehen habe, ist, dass kritisiert wird, dass die Stadt ja ein bisschen zu klein ist. Und wenn man sich das mal hier so ansieht, die Stadt ist wirklich nicht sehr groß. Also bin ich auch. Könnte ein bisschen größer sein. Ja, mal schauen. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen mehr zu dem Spiel. Da kann man sich dann sogar noch die Figur hier noch ein bisschen anpassen. Wir schon 74 Meter hoch. So. Ja, wirklich viel ist nicht mehr über hier. So, komm. Kaputt machen. Nice. War doch ein Auto. Shit. Alles kaputt. Da hinten vielleicht. Aufheben. Komm, geht schon. Okay, 226. Platt machen. Nice. Geil. Bis der die Sachen weiterschmeißt. Okay, wieder da hinten. Das muss eingerissen werden. Yes. Oh, ob das nicht eigentlich wehtun würde, wenn da so gegen die Betonhäuser seinen Fuß tritt, auch für so einen großen Furry. So, komm, weiter. Machen wir das mal hier platt. Nice. Okay, es ist wirklich fast nichts mehr da. Nice. Allein schon durchs Rumgehen kriege ich da die Punkte. Ach, die, komm, aufheben. Okay. Gut, Spieler Big Mick. 92 Meter, beschädigt 200, zerstört 158. 299.000. Alles klar. Gut, ich würde mal sagen, wir tun mal wechseln. Wir gehen mal zu ihm hier. Und was war der andere? Time Attack. So, ich starte so schnell wie möglich. Feiermodus. Ja, wobei, bleiben wir bei Crush Hour. Und schauen wir, ob wir noch ein bisschen mehr kaputt machen können. Probier's nochmal. So, haben wir denn schon irgendwie ein Goal? Nee, ne? Yes. Mach kaputt. Läuft. Vielleicht so Block nach Block irgendwie vielleicht machen. So, nimm. Nein, nimm. Komm. Messen. Stimmt, schmackhaft, so ein Auto. Oh, komm, nimm, Auto. Nochmal fressen. Komm, schneller. Komm, vor, 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 vor. Ich weiß noch nicht, was das am effektivsten ist. Das Treten ist schon mal nicht so schlecht. Ich brauche noch mein Auto.
Kommt Energie. Oh, da hinten haben wir Sonderziel. Okay, komm. Währenddessen noch mein Auto. Sehr gut. Und hier alles platt machen. Geht schon. Nice. Eingestürzt. Noch ein Sonderziel. Ja, da hinten. Aufheben. Komm, geht schon. Damit darf man die Autos auch nicht zu kaputt machen. Für die Energie. So, reintreten. Nice. Eigentlich war so mein Abregerspiel Turm Oil, falls das jemand kennt. Denke ich überhaupt nicht so wild wie das hier. Aber das beruhigt. Aber Sachen kaputt machen ist natürlich auch eine Option. So, gehen wir mal hier durch den Block. Komm. Smash! Komm, dreht! Ein Auto. Bis. Also ein bisschen Metall hat noch keinem geschadet. So, ich brauche noch mein Auto. Komm, Auto. Nimm mal Auto auf. Ja, da kommt. Nimm. Nein. Nimm's. Okay. Muss das nächste Sonderziel. Noch keins? Oh, schade. Na gut, dann machen wir einfach die Stadt platt. Ach, da hinten ist es. So, komm. Aufheben. Dankeschön. Bis. Ah, ich glaube, ich werde den Score vom letzten Mal nicht kriegen. Yes. Kommen wir mal stampfen. Komm. Ah, shit, er macht's nicht. Auto. Komm, Auto runter. Ah, stampfen ist, glaube ich, ganz gut für Flächenschaden. Yes. Komm, aufheben. Und jetzt da hinten. Komm, stampf. Nice. Okay, das braucht aber richtig gute Energie. Aufheben. Okay, wir gehen jetzt mal da hinten. In dem Bereich hier. Stampf. Oh, das zwirbelt richtig gut an der Energie. Ah, komm, Auto. 93 Meter, läuft. 305? Ich glaube, ich bin drüber. Nice, 62,3%, 93 Meter. Alles klar. Okay. Was ich jetzt gerne mal ausprobieren möchte, ist der Motor-Modus. Wachsen durch Sachschaden, das gibt's nur. Was nur Wips? Durch Fressen, okay. Bleiben wir am Sachschaden. Startgröße: 410 Meter, bitte was? Oh ja, bitte. das machen wir aber mit dir mal, und zwar in Schwarz. Wobei, nehmen wir mal das da. Okay, das will ich jetzt sehen. Warte mal, freie Kamera. Wie könnte ich die Kamera fixen? Okay, mit den Pfeiltasten. Alles klar. Ach, und ich kann jetzt trotzdem noch
sie was machen lassen? Okay, freier Modus Option. Aha. Ich kann die Linsen einstellen. Alles klar, Third Person Kamera V. Ah, I see. Und dann gehe ich dann quasi durch. Und kann dann halt quasi meine Fotos machen. Alles klar. So, Kamera wechseln. 3 Gramm statisch. Ah, was haben wir noch? Third Person Zeitlupe. Machen wir mal Zeitlupe. Okay, dann ist es wirklich langsam. Aber eben, Schatz, wenn man mal so groß ist, dann braucht man halt definitiv eine größere Map. Okay. Gut, haben wir das gesehen? Also was, wir spielen mal mit dir einmal. Ah, das sieht nicht schlecht aus. Aber nicht im Fotomodus, sondern... warte mal, Crush Out Time Attack. Zielzerstörungsgrad 66, Startgröße 60 Meter? Kann ich da gar nicht anpassen. Ja gut, ich könnte es bei Benutzer definiert machen. Machen wir es hier nochmal. Wie lange braucht man für 66% Zerstörung? Oh, nett. Gut, da mache ich jetzt natürlich noch nicht so viel Schaden. Fangen wir wieder mit dem Block hier an. Komm, durchgehen hier. Nice. Ich glaube, ich habe das Gefühl, je größer ich werde, umso mehr Energie brauche ich. Was auch irgendwie Sinn macht. Nice. Okay. Auto. Nein. Nicht schlagen mit dem Auto. Ach cool, ich kann ja auch mit dem Auto schlagen. Oh, weiter nach vorne. Ich glaube, ab jetzt ist Treten wieder besser. Oh, Sonderziel. Nein! Besten, komm! Yes! Ja, lieber Entwickler, mach größere Städte. Das wär's. War dann noch Online-Multiplayer in einer richtig großen Stadt. So, Energie. Wir haben erst 15%. Boah, stellt euch mal vor, das in der Grafik Unreal Engine 5 ultra-realistische Städte und dann so platt machen. Das wär's ja noch. Ja, wer weiß, vielleicht in Version 2. Oh, hau rein da! Nice! Aber wenn die Gebäude zu klein sind, dann komme ich mit Schlagen, glaube ich, nicht so gut ran. So, komm. Mach ein Auto. Vor allem, wenn ich das so in dem Modus mache, würde ich dann überhaupt auf 400 Meter mal raufkommen? Oder ist das nur so special für Fotomodus und Co.? Oder freies Spiel quasi. So, komm. Kaputt hier. Ja, ich komme hier nicht durch. Mach Platz. So, komm, Auto. Und fressen. Geht schon. Komm, schneller! Wir haben doch keine Zeit.
So. Nein, Scheiße. Jetzt habe ich mal das Auto weggeschmissen. Komm. Auf eben. Komm, 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 komm. Okay, gehen wir da nach hinten. Zu den kleinen Blöcken hier. Auch rein da. Nice. Ja, also mir gefällt's. Also man muss auch kein Furry sein, um jetzt sich hier mal ein bisschen Spaß zu haben und sich abzulegen. Wer eine Stadt platt machen will, schaut mal vorbei. Wie gesagt, kostet de facto nichts. Und ich kann mir nur gut vorstellen, dass da noch ein bisschen mehr dazu kommt. Mal schauen, vielleicht finde ich mal jemanden für Multiplayer. keine Energie. Wir brauchen wieder ein Auto. Wir sind erst bei 50%. Da, komm. Hol dir mal ein Auto. Da, komm. Hey, aufheben. I need energy. Ach, was da hinten steht noch was? Nice. Noch ein Auto vielleicht? Gehen wir nach hinten, dann kann ich mir noch mein Auto holen. Oh, komm, mach. Nee, ich glaube, ich muss hier wirklich... Ah, du schlagst zu hoch. Okay, die kleinen Gebäude sind doof. Gehen wir mal da rein, wo wir ein bisschen mehr haben. Und dann tun wir mal hier stampfen. Was nicht geht wegen der Energie. Ah, schade. So, komm. Stampfen. Nice, Flächenschaden. Okay, sehr gut. Komm, aufheben. Und hier noch das Gebiet. Komm, komm, komm. Stampf mal rein. Okay. Größe 91 Meter. Beschädigt 247. Stört 227, 298. Ja, das könnte besser sein. Na gut, liebe Leute, das ist so weitestgehend das Gameplay. Klar gibt es da noch das freie Spiel und eben lokalen Multiplayer. Aber ansonsten ist es momentan Property Damage. Witziges kleines Spiel für mal zwischendurch. Nicht, wo man jetzt Stunden drin verbringt, einfach für mal sich irgendwie mal abregen, mal kurz Spaß haben und macht mal wieder was anderes. Ich dachte, ich zeige euch das mal. Ich hoffe, das hat gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Angezockt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.